Das Meisterwerk ist in die Jahre gekommen. Das 110-jährige Sitterviadukt wird im Moment total saniert. Mit 99 Metern ist diese Bahnbrücke die höchste der Schweiz. Dass letztes Jahr eine Brücke in Genua eingestürzt ist, war nicht der Auslöser für die Sanierung, erklärt der Bauführer Beat Burgherr. Bei den Bahnen, bei der SBB, wie auch bei uns bei der Südostbahn, werden die Tunnel und Brücken, Viadukt, alle die Kunstbauten, alle 6 Jahre einer Hauptinspektion unterzogen. Die Züge hätten noch lange über die Schiene brettern. Trotzdem ist die Sanierung nötig, weil die Brücke ihre maximale Lebensdauer erreicht hat. Insbesondere der Korrosionsschutz. Wenn man den in der Fläche anschaut, sieht er an für sich noch gut aus. Aber in den heiklen Stellen hat man gesehen, dort fängt es an rosten. Und das sind so Stellen, wo man eigentlich nicht mehr dazukommt. Und darum muss man es machen, bevor jetzt dort der Rost wirklich weiter frisst. Und darum ist eigentlich jetzt der richtige Zeitpunkt. Die Südostbahn investiert für die Instandsetzung 15 Millionen Franken. Damit gibt es auf der Brücke unter anderem neue Schienen, neue Holzschwellen, einen neuen Rostschutz und neue Schotter. Für einen 61-jährigen Beat Burgherr eine Mammutaufgabe und dazu eine grosse Verantwortung. Also, was ich mir wünsche, ist, dass wir die ganze Bauerei unfallfrei über die Bühne bringen. Weil das würde mir, glaube ich, am meisten wehtun, wenn irgendetwas einen schweren Unfall da passieren würde. Bis jetzt haben wir Glück gehabt und leider habe ich jetzt kein Holz da, aus dem Kopf kann ich anlangen, oder? Dass es so bleibt. Vom 6. Juli bis 9. August ist die Strecke Herisau-St. Gallen für den Zugverkehr unterbrochen. Ganz abgeschlossen ist die Totalsanierung aber erst im Frühling 2021. So ein riesiges Projekt ist für einen Ingenieur nicht alltäglich. Wenn wir dann gerade so eine Tür machen, wahrscheinlich als eines der letzten grösseren Objekte, dann ist es ja, schöne Sache. Eine schöne Sache wird es dann auch für die pro Tag knapp 10'000 Pendler, die nach den Sommerferien ihre Reise nicht mehr mit dem Ersatzbus überbrücken müssen.